Wir kommen also zum zweiten Rennen der IDM Supersport und die Meisterschaftsentscheidung ist natürlich durch. Jetzt geht es nur noch um die Positionen dahinter, also auch noch um den Vizetitel, um den Titel des Vizemeisters und natürlich wollten alle noch irgendwie den Top 10 Rang erklimmen, die irgendwie da reinkommen könnten. Günther Knobloch, er kämpft also noch um diesen Vizetitel. Wieder die Pole Position für ihn, logischerweise, also Startplatz 1. Gegen Daniel Sutter geht es ja da im Kampf um den Vizetitel. Und der steht genau neben ihm, also auf Position 2. Günther Knobloch auf der Yamaha gegen Daniel Sutter auf der Kawasaki auf Position 2. Das sind also nochmal diejenigen, die wir uns hier in der Startaufstellung nochmal anschauen wollten. Hier also Daniel Sutter gleich daneben. Also die können sich sozusagen vorm Rennen nochmal genauestens angucken. Und das wird hier nochmal eine ganz, ganz heiße Kiste. Daniel Sutter hier im Bild auf Position 2. Wir haben es ja im Training schon mal angesprochen oder im ersten Rennen 0,104 Sekunden gerade mal hinter Günther Knobloch. Und er hat ja auch das erste Rennen mal angeführt, ist am Ende Zweiter geworden. Und er hier ganz entspannt am Sonntag im zweiten Rennen. Den Meistertitel hat er schon sicher. Sie sehen das auch am T-Shirt. Und da ist die Laune also bestens. Ja, also. Und hier Jan Bühn. Nach diesem starken Training und guten Start in das erste Rennen. Ja, dann leider der Ausfall. Und auch Thomas Walter auf der nächsten Suzuki. Nur Startplatz 13 für ihn. Trotzdem die Laune. Naja, war jetzt nicht ganz so schlecht bei ihm. Er wollte hier zumindest noch ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben. Also, das war nochmal der Blick ganz kurz hier in die Startaufstellung vor dem zweiten Supersportrennen am Sonntag. Und damit schauen wir uns jetzt auch nochmal die ersten drei Reihen an, während wir Günther Knobloch hier also in der Warm-up-Runde ganz, ganz vorne sehen. Günther Knobloch ganz vorne vor Daniel Sutter, dann Marc Moser auf der 3 und Jesko Günther, der neue deutsche Meister 2011 auf Rang 4. Dann Jan Bühn, Stefan Kerschbaumer, Randy Harmuth auf der Honda. Dann haben wir Lukas Peschek mit der zweiten Suzuki. Dann haben wir Tatu Lausleto, David Linordner, Dominik Weso und Luca Hansen. Das ist die Reihenfolge in den ersten drei Startreihen und damit schauen wir rein in dieses zweite Rennen. Insgesamt stehen hier ja nur 12 Runden auf dem Plan. Warum und wieso erklären wir gleich noch. Daniel Sutter den besten Start erwischt, also Ausgangs- oder Ende der ersten Runde gleich mal die Führung. Das müsste vor Jesko Günther gewesen sein und Günther Knobloch. Dann haben wir Peschek, Harmuth, Jan Bühn, Weso, Moser, Tatu Lausleto und dann dürfte auch schon Jaroslav Czerny mit dabei gewesen sein in den vorderen Positionen. Also 37 Fahrer und Fahrerinnen hier am Start in diesem zweiten Rennen und das war also die Reihenfolge. Daniel Sutter, er wollte sofort von Anfang an hier das Tempo bestimmen und Sie sehen es in der zweiten Runde schon einen deutlichen Vorsprung vor der Konkurrenz. Er weiß natürlich, er muss letzten Endes vor Günther Knobloch ins Ziel kommen und 7 Punkte gut machen auf Günther Knobloch auf den Österreicher, denn 7 Punkte hat der hier noch Vorsprung. David Lehnordner hatten wir gerade gesehen, das Motorrad sehr, sehr unruhig hier, ausgangs der Sachskurve, aber hat das gut abgefangen, also nichts weiter passiert. Und natürlich war jetzt hier in den ersten Runden erstmal angesagt, sich einzusortieren, in den Rhythmus hineinzukommen. Daniel Sutter, er allerdings ganz vorne an der Spitze mit einem Höllentempo. Also er wollte natürlich nach Platz 2 am Samstag hier noch zum Abschluss einen Sieg einfahren. Hier haben wir es mal komplett im Bild. Jesko Günther, der neue deutsche Meister auf Position 2. Dann haben wir Peschek mit der Suzuki auf Rang 3 und Günther Knobloch auf Rang 4. Für Rang 4 gibt es 13 Punkte, für den Sieg 25 sind 12 Punkte Unterschied. Das heißt, im Moment wäre mal Daniel Sutter Vizemeister und da hinten sehen Sie schon die Streckenposten auf dem Weg zu einem Motorrad, hatten wir allerdings hier nicht im Bild. Wir schauen gleich nochmal hin, wer das war, während wir hier Luca Hansen hinter Thomas Walter haben. Und das ist ein Motorrad mit der Startnummer 32 und ein Motorrad mit der 32 und dann noch dieses Bild dazu. Das heißt, das ist Marc Moser, der hat sein Motorrad hier in der Sachskurve versenkt und das, Sie sehen das schon, also da hat ordentlich gescherbelt. Trotzdem, ihm ist nichts passiert. Das ist das Wichtigste. Das Motorrad kann ersetzt werden. Die Gesundheit, da wird es dann schon schwieriger. Vorne Daniel Sutter. Er richtig problemlos hier in den Anfangsrunden. Sie sehen es ja, insgesamt kurzes Rennen.
Und Günther Knobloch jetzt allerdings schon vorgefahren auf Position 2. Das heißt, für Daniel Sutter würde das im Moment nicht reichen. Denn da sind ja nur 5 Punkte Unterschied, 25 zu 20. Und dann wären es weiterhin noch 2 Punkte Rückstand in der Meisterschaft. Und wir sind beim letzten Rennen. Also damit wäre Günther Knobloch im Moment mal Vizemeister hinter Jesko Günther. Und Daniel Sutter, ihm bliebe hier trotzdem mit Rang 3 noch das Ende einer richtig guten Saison. Aber er ist natürlich hier schon an den Hockenheimring mit der Zielstellung gefahren, zumindest mal noch den Vizetitel zu holen, wenn nicht sogar in der Meisterschaft anzugreifen. Aber das hatte sich ja dann am Samstag erledigt. So, der Vorsprung, ja, wirklich richtig groß. Da hatte man das Gefühl, da brennt nichts an. Lukas Peschek ganz nah dran an Jesko Günther. Und jetzt sehen wir dann auch nochmal durch, wer denn hinter den ersten Vieren unterwegs ist. Sie sehen es, Peschek. Also das sieht aus, als ob er da ein bisschen schneller kann. Dann Randy Harmuth, dann Wieso, Jan Bühn, Kerschbaumer und David Linordner. Das ist die Reihenfolge. Also Jan Bühn auf der Suzuki richtig gut unterwegs. Und er war hier natürlich tief enttäuscht nach dem ersten Rennen, konnte da nichts dafür, hat gesagt, David Linordner war da ein bisschen übermütig in dieser Kurve, hat mich da in der Spitzkehre einfach ja, sozusagen richtig abgeschossen, mir da komplett ins Motorrad gefahren und damit war das Rennen ja für ihn beendet gewesen. Hat gemeint, ansonsten hätte ich hier sicherlich eine gute Rolle spielen können, also durchaus mal so in Richtung Platz 5 schielen und im Moment sieht das ja auch danach aus. Und dann dieses Bild hier, Sarah Heide, die 31. Sie sehen, sie schaut nach unten und wenn Sie das Rennen 1 gesehen haben, da habe ich den Satz gesagt, bei ihr ist das Schaltgestänge gebrochen. Und in Rennen 2 muss man sagen, bei ihr ist das Schaltgestänge gebrochen. Also da hat man ein komplett neues Schaltgestänge eingebaut, aber irgendwie wollte das auch nicht. Und deshalb auch das Aus wieder für sie hier im letzten Rennen der Saison. Schade, schade für sie. Jetzt schauen wir allerdings wieder aufs Rennen und nochmal die Erklärung, warum das hier nur 12 Runden sind. Hier gab es ja am Sonntagmorgen richtig heftigen Regen und auch im Yamaha R6 Dunlop Cup den einen oder anderen Unfall und Zwischenfall. Und dabei ist eine Menge Öl und Benzin ausgetreten und auf ungefähr eine Länge von 500 Metern auf der Strecke richtig schön schmierig gewesen. Dann hat man versucht, das wegzubekommen, hat dann natürlich dieses Bindemittel verwendet. Und weil das hier geregnet hatte, ließ sich das alles irgendwie nicht mehr von der Strecke kratzen. Und letzten Endes hat sich das alles hier ewig lang hingezogen. Also ich glaube, knapp 3 Stunden waren wir dann über der Zeit gewesen. Also das Supersportrennen sehr, sehr spät. Das erste Superbike-Rennen ist ausgefallen und es gab dann letzten Endes nur ein Rennen der IDM Superbike und alle Rennen wurden verkürzt und eben auch dieses Supersportrennen. Deshalb anstatt wie im ersten Rennen 19 Runden, diesmal nur 12 Runden. Aber einfach das Superbike-Rennen anschauen, da haben wir dann noch ein bisschen mehr Gelegenheit, da auf dieses ganze Chaos, was da am Sonntag geherrscht hat, nochmal einzugehen. So, dann haben wir hier von Gunten, Luca Hansen und Thomas Walter. Luca Hansen, der Pechvogel von Lauf 1, als das Motorrad überhaupt nicht das machen wollte, was er denn gerne hätte. Jetzt hier sieht es dann doch deutlich besser aus für ihn. Wir schauen mal drauf, wer denn hier alles ausgefallen ist. Also Marc Moser hatten wir im Bild, Sarah Heide ebenso im Bild gehabt. Dann Tim Böhringer mit der 92 vom DMV Team Romero. Er in Runde 6 raus. Dann haben wir Dominik Wieso. Der sollte dann hier also auch noch kommen. Und zwar spektakulär mit David Lehnordner. Das nehme ich schon mal vorweg. Denn das wird sich am Ende hier alles ein bisschen überschlagen, die Ereignisse. Vorne an der Spitze Daniel Sutter ganz, ganz souverän im Moment noch vor Günther Knobloch, Jesko Günther und Lukas Peschek. Und hier haben wir Roman Raschle. Und bei Roman Raschle, da müssen wir ja auch sagen, da kann es durchaus sein, dass das letzte IDM-Rennen für ihn ist in der IDM Supersport. Er möchte ganz gerne irgendwie mit Kawa weitermachen, aber ja, irgendwie hat sich da noch nicht allzu viel entschieden. Und deshalb sagt er halt, wenn das nichts wird, dann fahre ich auch nicht mehr. Also da muss man mal abwarten, was der gute Roman Raschle aus der Schweiz da im nächsten Jahr macht, ob er noch was macht, wie das Ganze mit Kawasaki weitergeht. Also das ist ja Jahr für Jahr, das muss man so klar sagen, ein bisschen eine Hängepartie. Hängt natürlich auch bei Daniel Sutter da dran. Also da muss man einfach mal abwarten,
wie sich das Ganze hier entwickelt. Also ich kann nur sagen, ich hoffe einfach mal, dass wir die ganze Schweizer Truppe hier im nächsten Jahr wieder in der IDM dabei haben. Denn das sind alles ganz, ganz sympathische Menschen, mit denen man richtig viel Spaß haben kann am Wochenende. Und schnell sind sie ja alle mal. Das zeigen ja die Platzierung in der Gesamtwertung. Im Moment wäre es der dritte Platz für Daniel Sutter und Rang 5 für Roman Raschle, wenn das Rennen jetzt zu Ende wäre. Aber wir haben ja noch nach dieser Runde 3 Runden Zeit. Also vielleicht tut sich ja doch noch was. Günter Knobloch, er setzt natürlich alles dran, um seinen zweiten Platz hier mindestens mal nach Hause zu bringen. Aber wer den Knobi kennt, der weiß natürlich auch, der ist ehrgeizig ohne Ende, der will am besten immer gewinnen. Und eigentlich der Vizetitel ist auch schon fast zu wenig. Und deshalb wird er hier in den letzten Runden sicherlich nochmal Vollgas geben und irgendwie versuchen, an Daniel Sutter ranzukommen. Lynn Ottner, dann haben wir dahinter Dominique Wissot, die beiden auch richtig hier in einem engen Fight. Und da hätte es ja schon fast geklappt, dass der Dominique Wissot da ein bisschen Geschwindigkeitsüberschuss hat und vielleicht meine Attacke fahren kann gegen David Lynn Ottner. Hat hier allerdings noch nicht funktioniert. Thomas Walter haben wir hier im Bild vor Jaroslav Czerny, vor dem Slowaken, dann Van Leuven, dann haben wir von Gunten und Luca Hansen sowie Marco Colandrea. Hier in dieser schönen Kampfgruppe. Also das sind ja auch 5, 6 Motorräder ganz, ganz dicht beieinander. Die 69, Matteo Righitto. Bei ihm haben wir festgestellt, in diesem Jahr im Regen fühlt er sich deutlich wohler, denn da gab es dann auch mal einen Punkt. Da gab es die deutlich besseren Ergebnisse als im Trockenen. Vorletzte Runde, Daniel Sutter. Der Vorsprung ist ein bisschen geschmolzen, also Günter Knobloch kommt näher, aber im Moment noch außer Reichweite, um es da mal zu probieren. Also da droht noch nicht unbedingt Gefahr. Und wenn man hier bedenkt, dass gleich nur noch eine Runde zu fahren ist, da dachte man eigentlich, das wird eine klare Sache für Daniel Sutter. Renny Harmuth ans Ende dieser Gruppe zurückgefallen. Trotzdem auch er auf der Honda vom Racepoint Berlin eine richtig gute Saison gefahren. Mit dem ein oder anderen Ausrufezeichen. Beispielsweise am Lausitzring gleich mal zum Auftakt im Rennen 2 auf Rang 4 gefahren. Aber er hat sich auch zum Beispiel in Salzburg mal völlig verkalkuliert in Sachen Regenreifen oder Trockenreifen. So, jetzt die letzte Runde. Zum letzten Mal durch die Sachskurve. Die letzten Meter der IDM Supersportsaison in diesem Jahr. Und Sie sehen den Vorsprung von Daniel Sutter auf Günter Knobloch. Da dachten wir eigentlich alle, da passiert nichts mehr. Und jetzt schauen Sie mal rechts an den Bildrand. Da kommen 2 Motorräder mit einmal geflogen und der eine versteckt sich gleich mal unter den Airfences. Das ist Dominique Wissot. Und denjenigen, den es da getroffen hat, den wir hier sehen, der nochmal irgendwie das Motorrad aufrichten will, das ist David Lynn Ottner. Also Sturz 1 hat er selbst verursacht, Sturz 2, da war er chancenlos. Das war ganz klar das Ding von Dominique Wissot, der sich hier den kleinen Finger gebrochen hat. So habe ich zumindest mal rausbekommen jetzt. Aber also ist glimpflich ausgegangen, trotzdem für beide natürlich das Rennen beendet. Und Nutznießer, das ist Roman Raschle. So, und jetzt schauen Sie mal hier hin, da wird gelb geschwenkt. Da werden Sie sich fragen, werden wir hier nochmal die Wiederholung sehen, werden Sie sich fragen, was kann denn da auf der Start-Zielgeraden noch passieren? Genau, Rennentscheidendes ist da passiert. So, hier nochmal die Situation. Schauen Sie, oben der Streckenposten schwenkt gelb, denn da ist auf der Start-Zielgeraden Daniel Sutter noch gestürzt. Und da hatte auch derjenige, der die Flagge geschwenkt hatte, riesen Dusel, dass er das Motorrad nicht abbekommen hat, denn das ist genau dorthin geflogen. Und letzten Endes gewann Günter Knobloch dieses Rennen. Also das war eine ganz, ganz undurchsichtige Aktion da zwischen Knobi und Daniel Sutter. Also ich vermag es nicht zu beurteilen, wer da inwieweit Schuld trägt, denn ich habe es nicht gesehen. Aber auf jeden Fall Daniel Sutter war mächtig sauer danach. Also das war so eine Mischung zwischen enttäuscht und sauer. Denn er fiel letzten Endes sogar aus der Wertung raus. Denn er ist getrennt von seinem Motorrad über die Ziellinie gekommen. Und im Reglement steht, beide Teile sozusagen, also Motorrad und Fahrer, müssen zeitgleich über die Linie kommen. Also in einer Einheit, so steht es glaube ich im Regelwerk drinne.
Ja, und das war nicht der Fall. Und deshalb gewann Günther Knobloch und Daniel Sutter, der als Zweiter dann irgendwie über die Linie kam, wurde noch aus der Wertung genommen. Und deshalb rutschte Jesko Günther nach vorne. Und Roman Raschler hatten wir ja auch gerade noch im Bild gehabt, oder haben wir hier auch noch im Bild rechts am Rand gehabt. Der ist durch den Ausfall von David Lehnordner jetzt sogar noch Gesamtvierter geworden. Also, hier haben wir die beiden Carva-Piloten nochmal zusammen und wir wollen aufs Endergebnis dieses Laufes schauen. Und haben da also ganz, ganz vorne Günther Knobloch, dann Jesko Günther und Lukas Peschek, der mit der Suzuki auf Rang 3 fährt, dann Kerschbaumer auf der 4, Jan Bühn ganz stark auf Position 5, Randy Harmut ebenfalls super auf Rang 6, Laus Leto Raschle, Bernd Hiemer, Thomas Walter auf 10, Czerny von Gunten, Colandrea, Pisterbusch und Luca Hansen auf Rang 15. Und am Ende der Saison sieht die Gesamtwertung folgendermaßen aus. Jesko Günther also deutscher Meister 2011, Vizemeister wird Günther Knobloch, Daniel Sutter wird Dritter, Roman Raschle auf einem guten vierten Platz, Lehnordner am Ende Fünfter, Moser, Laus Leto, Walter, die beste Suzuki auf Rang 8, Kerschbaumer, Hansen, Peschek, Bühn, Wieso, Van Leuwen und Randy Harmut. Das sind die ersten 15 der IDM Supersportsaison 2011. Hier haben wir also nochmal die beiden Schweizer Roman Raschle und den enttäuschten Daniel Sutter, der hier beim letzten Rennen der Saison also einen Nuller schreibt. Florian Bauer zum Abschluss der Saison noch einen kleinen Wheelie und wir warten auch noch auf den Meister des Jahres, auf Jesko Günther. Auch von dieser Stelle nochmal einen herzlichen Glückwunsch an ihn. Also für ihn war es ein perfektes Wochenende für den Mann, der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Saisonsiege feiern konnte und nur einen Ausfall im Schleiz war das. Hier haben wir den Sieger des Rennens, Günther Knobloch, den Vizemeister und wir haben auch noch ein Bild Daniel Sutter, der natürlich enttäuscht ist und für ihn bleibt am Ende Rang 3. Trotzdem starke Saison von ihm und wie gesagt, man kann nur hoffen, dass er im nächsten Jahr mit seiner Truppe wieder mit dabei ist. So, jetzt gibt es noch die Siegerehrung und das war's dann von der IDM Supersport 2011. Wir beginnen mit dem Drittplatzierten aus der tschechischen Richtung Fahrerlager. Achtung, Fahrerlager. Die Boxengasse ist geöffnet für die Klasse IDM Sidecar. Achtung, Fahrerlager. Achtung, Fahrerlager. Die Boxengasse ist für 5 Minuten für die Klasse IDM Sidecar geöffnet. Und das ist die letzte Runde aus der Saison. Vorminutes until to close.